Liebe Schwestern und Brüder, es ist etwas Bleibendes seit jener Erfahrung, die Israel am Sinai machte, mit der Gegenwart Gottes und dem Aufbrechen und sich bewegen und dem Bleiben Gottes. Das ist bis heute so, auch wenn es sich ein wenig verschoben hat. Es ist etwas, das bleibt. Gegenwart ist Weg, sagt Johannes Chrysostomus in diesem inzwischen berühmten Wort. Und dennoch lernen wir hier etwas, das uns vielleicht fremd vorkommt. Es ist eine Kontinuität zwischen dem, dass Gott verspricht, bei seinem Volk zu sein und mit ihm zu ziehen. Und Jesus am Ende des Matthäus-Evangeliums sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Die Frage ist immer, wie? Immer geschieht es verhüllt. Die Bundeslade, das Zelt, die Wolke. Manchmal haben wir die Vorstellung als Christen, wir hätten einen direkten Zugang, aber den haben wir auch nicht. Die Gegenwart Christi etwa ist im Sakrament verhüllt. Sie ist nicht einfach ihn da. Wir können ihn nicht einfach so anschauen. Niemand kann Gott einfach so anschauen. Das haben wir schon gelernt bei Mose und seinem Verhältnis zu Gott, dem einen und Lebendigen. Auch bei uns gibt es die Verhüllung. Bei uns gibt es immer wieder dieses, man könnte beinahe sagen, Spiel zwischen Immanenz und Transzendenz, dass Gott sehr nah ist und doch zugleich verborgen. Und manche Klage, dass Gott fern sei, hat vielleicht genau mit diesem Missverständnis zu tun, dass wir denken, wir könnten ihn unverborgen, einfach unverhüllt, einfach direkt haben. Wir könnten uns seiner bedienen. Aber es gehört eben zur Majestät Gottes, dass er sich nicht habbar macht, sondern sich verbirgt, sich gewährt, so wie er will, dann zum Aufbruch mahnt, wenn er will und nicht, wenn wir es für richtig halten. Und er sich verbirgt in der Wolke oder im Sakrament. Vielleicht bedarf es vieler Erfahrungen, auch vieler dunkler Stunden, um das zu verstehen, dass Gott gerade in dieser Verborgenheit der Verhüllung so nahe ist, bei uns ist.